Die Debatte um die Bundesheerreform ist wieder in Schwung gekommen. ÖVP-Landesparteiobmann Wilfried Haslauer will eine Volksbefragung über die allgemeine Wehrpflicht im Herbst. Bundesparteiobmann Michael Spindlegger will das aber nicht. Es handelt sich dabei um Haslauers Meinung, sagte er heute dazu in einer Pressekonferenz. Auch in Salzburg scheiden sich die Geister. Seit einem Jahr wird über die Wehrpflicht diskutiert und auch darüber, ob die Bevölkerung zum Soldatendasein befragt werden soll oder nicht. Uneinig ist man sich jetzt auch in der ÖVP. Es soll eine Volksbefragung geben, heißt es aus der Salzburger Landespartei. Für die Bundespartei hingegen ist dieser Schritt derzeit nicht aktuell. Vizekanzler Spindlegger hat sich sehr bemüht, eine Brücke zu bauen. Er hat alles vermieden, was zu einer Versteinerung der Positionen führen könnte. Das Ergebnis ist, nichts hat sich bewegt. Wenn die Regierung aufgrund zwei sehr unterschiedlicher Positionierung nicht in der Lage ist, ein gemeinsames Projekt aufzustellen, dann sollen die Österreicherinnen und Österreicher entscheiden, ob wir eine allgemeine Wehrpflicht brauchen oder ob es mit einem Berufsheer getan ist. Die SPÖ hält nichts von einer Volksbefragung schon im Herbst. Ich gehe davon aus, wir haben ja in der Vergangenheit ja Beispiele, dass Bürgerbeteiligungs- oder Abstimmungen niemals an die Dichte von Nationalratswahlen herangekommen sind. Und ich glaube auch, dass es von Vorteil wäre, mit der Nationalratswahl gemeinsam abzustimmen, weil nämlich erstens noch einmal alle Parteien ihre Standpunkte klarlegen können, die Vor- und Nachteile erläutern können. Die Parteien haben das intern demokratisch abgestimmt und letztendlich hat die Bevölkerung die Möglichkeit, dann durch ihr Votum den Weg mitzubestimmen. Unterstützung hingegen kommt von den Gemeinden und den Offizieren. Also das ist uns in der österreichischen Offiziersgesellschaft primär, weil egal, was die ÖVP auf Bundesebene will oder nicht will, wir sind an einem guten Bundesheer interessiert und das braucht dringend eine Reform und derzeit zeichnet sich nichts ab. Und wenn der Stillstand beendet werden kann durch eine Volksbefragung, sind wir dafür. Ich glaube, es ist sehr, sehr lange diskutiert worden und die Bevölkerung hat den Eindruck, dass diese Bundesregierung diese Frage nicht lösen kann. Und deshalb glaube ich, ist es notwendig, dass wir das Volk befragen dazu, weil das Volk sicherlich auch eine Meinung hat und diese Entscheidung ist dann auch zu respektieren, egal wie sie ausgeht. Fraglich bleibt, ob und wann in der Heeresdebatte tatsächlich Schritte